Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy Part 9. Ja, letzten Part hier mitten im Level unterbrochen, was ich eigentlich nicht gerne mache. Aber dass das so eine Abfuck-Scheiße ist, wusste ich nicht. Ich lieber direkt beendet, aber das ist jetzt auch egal. Das ist schon wieder Schnee von gestern. Jetzt bin ich hier wieder konzentriert. Das ist doch hier ein Witz. Soll das schwer sein? Also ehrlich, ey. Wenn meine Hände nicht immer so zittrig wären, dann wäre das alles viel leichter. Alter, guckt euch das doch mal an, ey. Ich kann nicht zielen. Das ist unglaublich. Das rutscht so unnormal, ey. Das ist doch so scheiße. Jetzt muss ich den ganzen Kack bis dahin nochmal machen. Komm, ey. Ich hasse das, ey. Sollten so Felsen in der Galaxie sein, wo so komische Shit-Dinger drauf sind. Das ist unglaublich. Ich halt hau gleich den Controller irgendwie in die Wand oder in den Fernseher. Mein Gott, ey, das ist doch nicht wahr. Ich hasse es, wenn sein Part schon so anfängt. Da könnte ich schon das kalte Kotzen kriegen. Kalte Kotzen. Komm jetzt hier ranziehen. Ah! Das ist so eine Scheiße, ey. Boah, Gott, ey. Sterbe ich so die ganze Zeit so voll wenig, dann sterbe ich irgendwie so einer Scheiße, ey. Ah, jetzt ja, ey, das ist schief gegangen, ey. Okay, 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 okay. Okay, wir haben es geschafft. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ja, das war's dann. Aber mindestens hat es gut Sternteile gebracht. Okay. Ach, wo krieg ich denn hin? Oh mein Gott, ey, total sorglos gehe ich da so in den falschen Raum rein, ey. Ach komm. Da muss man ja dran ziehen. Nicht vergessen. Kampffelsengalaxie. Und das machen wir jetzt hier weiter mit dem zweiten und dritten Stern. Die Kometen, die kommen zufällig, aber man kann die auch verschieben. Aber ich mache die einfach immer so, wie sie kommen. Schleich dich in die Riesenfestung. Ach, ich glaube, ich weiß schon. Ach Gott. Das ist mein Hassstern, einer. Da, hier ist so ein optionaler Stern. Ich weiß nicht, ob es hier oder im nächsten Level war. Da ist ein optionaler Stern. Und ich sage euch, das ist mein Hassstern. Das ist so scheiße, ey. Da muss man so Müll wegbrennen, irgendwie sowas. So voll behindert. Ja, das reicht. Das müsste schon reichen von der Range. So. Kurz am Kopf kratzen. Dann geht das schon. So. So, das immer. Ja, das ist das Level.
Ja, dafür brauche ich natürlich Sternteile und ich bin da ja so schlau und habe keine gesammelt. Wo sind die Kanonen oder die Bomb-Orbs oder was weiß ich was? Da sind die Bomb-Orbs, ja. Also Sternteile brauche ich, kriege ich hier sozusagen in die Hände geworfen. Das ist nämlich der Regenbogenstern und damit werde ich zu Regenbogenmaria. Maria. Weiß nicht, wie viele der fressen will. Ich weiß auf jeden Fall, dass der irgendwas mit 50 oder 100 wollte. Bitte, bitte habe ich die Anzahl, die er wollte, erreicht. Hey du, da hast du keinen Sternteil. Ich will Sternteile essen, ganz viele davon. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 30 esse, verwandle ich mich. Oh, okay, gut, da habe ich Glück gehabt. Dann machen wir das jetzt hier. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ein neuer Planet wurde geboren. Oh Gott, ich hasse das, ne? Das ist so scheiße. Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar. Oh, danke. Okay, man hat nur 30 Sekunden Zeit, das heißt, alle Würfe müssen sitzen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht, deswegen werde ich wahrscheinlich ein oder zweimal failen und man verliert dann natürlich ein Leben. Die Mario-Logik, die krude. Okay. Oh Gott! Reicht es? Wenn die jetzt hochgeht, dann reicht es. Dann habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft beim ersten Mal. What the fuck? Vielen Dank. Jetzt ist es schön sauber. Ach, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Alter, dann schaffe ich so das, was ich am meisten hasse, so beim ersten Mal. Ja, das passiert mir auch nicht alle Tage. Ja, das ist doch hier super, dass das hier alles aufgezeichnet wird. Sterne halten. So. Du hast einen geheimen Stern erhalten. Kampffelsengalaxie. Die Mülldeponie der Riesenfestung. Einen geheimen Stern. Das steht auch extra geheim. Ja, dann haben wir jetzt hier schon mal alle Sterne, die wir brauchen. Okay. Dann haben wir hier alles. Hier fehlen uns noch zwei Sterne und der Komet. Der Komet kommt wahrscheinlich erst, wenn wir das Level gemacht haben. Also, jetzt nochmal erneut schleich dich in die Riesenfestung. Jetzt können wir das auch schon alles überspringen. Ah, den Shit brauchen wir jetzt nicht. Sternteile. Ah, wir machen 100%. Sternteile werden wir immer finden. Guck mal, wir können den schon so benutzen, aber der ist ja wieder drin. Ich finde, den hätten die drei das können. Ich sah so dumm laufen, ey, wegen so einem Scheiß. Was war das denn für ein dummer Quatschbund? Ah, super. Wurde der geile Mario noch verletzt. Und rüber. Ah, da ist diese Mülldeponie, da wollen wir aber nicht hin. Wollen lediglich den Mongo hier rausholen. Hilfe! Helf mir! So, da. Nimm das Teil und geh nach oben. Das sollte reichen. Hilfe. Danke, hier, das ist für dich. Verwandlung! Dann müsst ihr mal so schreien. Und hoch. Ich würde mal sagen, rauf da oder rein da. Ach du Kacke, Mann. Was ist das denn für eine Kacke? War hier schon der Endgegnerkampf? Schleich dich in die Festung. Wieso ist sie dann 6 Sternpilz? Und auch so voll easy zu holen.
Was ist hier los? Habe ich etwas verpasst? Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist total einfach. Ach so. Hier war, glaube ich, unser Mongo eingesperrt. Ja, so ein Luma-Typi. Ah. Toll, ich dachte, den braucht dann so, dann braucht man den Scheiter so gar nicht. Ja, es sind nur Münzen, die brauchen wir eh nicht. Großartig. Ich glaube, diese Münzlumas gibt es nur ein Level und hier war definitiv keins. Den müssen wir wieder rausholen, das haben wir schon verstanden. So. Müssen wir das natürlich auch noch zerstören. Na, oh, dann treffe ich den nicht. Das ist unglaublich. Ja, gut. Ah. Peng. Wir haben so, ohne was zu machen, also was explodieren lassen. Ja, das ist doch mal toll. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen, aber es wird ja wohl nicht allzu schwer sein. Wir können ja nicht springen, das ist ja das Problem. Ah, es war aber... Echt, ja. Was sie immer alle mit Leben und so locken, finde ich gar nicht verlockend. Wir müssen mal gucken, wie das System geschnürt ist. Ich hätte es nicht getroffen, das wäre es jetzt gewesen. Juhu, Sterne halten. Du hast einen Stern erhalten, Kampffelsengalaxie. Schleich dich in die Riesenfestung. Neue Bestpunktzahl. Du hast Sternteile mit zurückgebracht. Speichern? Okay. Wieso nicht? Gespeichert. So. Gucken wir mal, was das hier ist. Vielleicht schaffen wir das noch. Nur noch ein paar Minütchen. Dafür sind die immer gut. Die Bam-Bam-Galaxie. Die kleinen Galaxien sind immer sofort die guten Ritzenfäller. So, dann tun wir mal die Ritze stopfen und... Renn und Musizier. Welch ein Wortspiel. Renn und Musizier. Ah, oh, toll, ey. Ich finde das gar nicht schwer irgendwie. Ich finde, das ist so, wie so, nur so, um ein bisschen Druck zu machen. So. Dann macht man das einfach so. Und dann nochmal so. Und dann nochmal so. Und dann berührt man einfach das Feld nicht. Dann geht man da drauf. Dann macht man so und dann ist man auch schon vorbei. Yeah. Und rüber. Ja, ihr seht schon da die Musik, die da spawnt. Das Lied kenne ich nicht. Toll, das war's schon, ey. Was für eine Scheiße, ey. Ich hatte jetzt schon Schiss, dass weil ich da einfach so durchgerannt bin, dass jetzt irgendwas passiert, aber habe ich mich wohl geirrt. Stern erhalten. Ja, das ging ja relativ fix. Hat aber eine Ritze gefüllt, das muss man ja sagen. Yeah. Du hast einen Stern erhalten. Bam Bam Galaxie. Renn und musizier. Galaxie komplett. Neue Bestpunktzahl. Du hast Sternteile mit zurückgebracht. Speichern. Und okay.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diesen Part und wir sehen uns im nächsten. Ciao!